willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Endlich Ich. Mein Name ist Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Beziehungen herauszuholen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. In dieser Woche lag ich leider komplett flach und wie du hören kannst, bin ich auch immer noch sehr, sehr stark erkältet. Deshalb wird es in dieser Woche nochmals eine Interviewfolge geben, damit ihr nicht euch meinen nasalen, kranken Ton anhören müsst. Und ich habe für euch Anna eingeladen. Anna ist eine langjährige Podcast-Hörerin und sie wünschte sich oder hat mich angefragt, auch einmal ihre Geschichte in meinem Podcast teilen zu dürfen, in der Hoffnung, dass sie damit vielen Menschen eine Unterstützung sein kann, eine Inspiration sein kann und vielleicht auch die eine oder andere Hilfestellung mitgeben kann. Solltest du dich jetzt auch gerufen fühlen, dass du gerne deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schick mir gerne eine E-Mail an kontakt@katjademming.com. Anna war 15 Jahre in einer sehr toxischen Beziehung mit wahrscheinlich einem Narzissten und daraus gingen zwei Kinder hervor und rückblickend sagt Anna, wie so viele andere auch, dass sie es viel zu lange mitgemacht hat. Anna möchte heute ein bisschen beleuchten, welche Gründe oder Ursachen sie gefunden hat, warum sie das so lange mitgemacht hat. Denn das ist doch das Entscheidende, dass wir auch mal hinschauen und gucken, was war eigentlich mit uns in dieser Zeit. Viele Dinge haben wir wahrscheinlich gar nicht gewusst und gekannt und uns deshalb viel zu lange drauf eingelassen. Zum anderen kann es aber auch sein, dass manche Dinge vielleicht schon offensichtlich waren und wir nicht bereit waren oder andere Dinge uns abgehalten haben, die Konsequenzen zu ziehen. Ich finde den Podcast heute sehr, sehr bereichernd und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und sage herzlich willkommen, Anna. Hallo Katja, ich freue mich, heute in deinem Podcast zu Gast zu sein. Ja, Anna, erzähl mal, du hast ja deinen narzisstischen Partner so früh kennengelernt, du warst 14 Jahre alt und bist mit ihm zusammengekommen und magst du uns ein bisschen in deine Geschichte reinholen, weil in eurer Liebesbeziehung, hier waren die Eltern ja nicht so einverstanden damit, dass du so früh schon dir einen Freund gesucht hast, sage ich mal ganz salopp so. Ganz genau, das ist richtig. Ja, wir haben uns kennengelernt, da war ich 14 und er war 16 und ich hatte zu Hause die Regel, dass ich keinen Freund haben durfte. Das hatte bei uns einen christlichen Hintergrund. Das wollten meine Eltern nicht, so ungefähr bis wir 18 waren, war das nicht erlaubt, allgemein. Und genau, dann haben wir uns aber kennengelernt. Ich habe mich schnell verliebt. Er hat mir nach einer Woche gesagt, er liebt mich und hat mich mit ganz viel Aufmerksamkeit überschüttet. Im Nachhinein sehe ich, dass ich dann großen Mangel hatte an Aufmerksamkeit, dadurch, dass ich auch einige Geschwister hatte und ich mich nie so richtig gesehen gefühlt habe. Ich wusste immer, meine Eltern lieben mich und ich bin gewollt. Aber in der täglichen Aufmerksamkeit, in der Zuneigung, so, da hat es mir sehr gefehlt und das hat er mir alles gegeben. Also hatte mich wirklich zugeschüttet, mich mit den schönsten Komplimenten überhäuft, mir Geschenke gemacht und das innerhalb von 2 Wochen wirklich immens viel. Und da war ich total geflasht, weil sowas hatte ich noch nie erlebt gehabt. Und ich war ganz begeistert und wollte mit ihm zusammen sein. Das sagte ich dann auch kurze Zeit später meinen Eltern. Die waren aber total dagegen, was mir auch vorher bewusst war. Und haben dann da intervenieren wollen, was dazu führte, dass wir eine On-Off und heimliche Beziehung hatten, uns heimlich getroffen haben, meine Eltern nicht wussten, wo ich bin. Und ja, so nahm dieses Auf und Ab von Anfang an quasi seinen Lauf. Ja, und das entwickelte sich nicht so allzu schön. Was ist denn da passiert? Ja, es fing mit dieser wunderschönen Phase an. Und dann musste ich ihm irgendwann offenbaren, wir können nicht offiziell zusammen sein, eben wegen meiner Eltern. Das war für ihn schwer zu verstehen. Und
Er wollte mich aber immer wieder dann trotzdem an sich binden und ich wollte das ja auch und hatte mich dann immer wieder dazu überredet, dann mit meinen Eltern zu sprechen, was ich dann auch gemacht habe, aber da kam weiter Gegenwind und da ich sehr gerne auf meine Eltern hören wollte, da mein Papa auch ein sehr autoritärer Mensch ist und ja schon eine große Macht auch über mich hatte, wollte ich darauf hören und aber gleichzeitig auch mit, ja, mit meinem Ex-Partner zusammen sein und war dann immer in diesem Dilemma und das führte dazu, dass es immer anstrengend war und immer Krisengespräche. Und wie gehen wir jetzt vor? Und wie kriegen wir das von deinen Eltern akzeptiert? Und gleichzeitig meine Eltern dann im Nacken und meine Geschwister macht das nicht. Und ja, das hatte mich aber doch nur mehr zu ihm getrieben, weil ich mich zu Hause dann so gar nicht verstanden gefühlt hatte. Und ja, das oft kam dann immer dadurch, dass meine Eltern mich dann überreden konnten, doch Schluss zu machen. Dann habe ich Schluss gemacht für meine Eltern, um diesen Druck zu Hause nicht mehr standhalten zu müssen. Es war ein sehr, 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 sehr großer Druck. Und in diesen Off-Phasen hatte dann mein Ex-Partner immer eine neue Freundin und immer sehr, sehr schnell. Und damit ging es mir gar nicht gut. Dann wurde ich sehr, sehr eifersüchtig und wollte mit wieder mit ihm zusammen sein und habe dann auch mehrmals die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ihm sage, ich möchte wieder mit ihm zusammen sein, dass er dann seine neue Freundin fallen lässt und wir sind wieder zusammen. Und diesen Zyklus, ja, der hat sich wirklich bestimmt 4, 5 Mal abgespielt, bis es dann irgendwann ein bisschen ernster wurde zwischen uns und meine Eltern dann auch klein beigegeben haben, weil sie gemerkt haben, sie kriegen uns eh nicht auseinander. Und dann gab es nur noch ein Ziel, nämlich, dass wir danach heiraten und das Ding feste machen. Ja, und dazu kam es dann auch. Ich habe dann auch relativ früh mit 22 den Antrag bekommen, mit 23 dann auch geheiratet. Habe in der Nacht vor der Hochzeit noch nicht geschlafen und mich bei meiner Schwester ausgeweint und wollte es eigentlich absolut nicht machen. Habe es dann aber doch durchgezogen, weil ich mich in einer Sackgasse gefühlt habe. Ich wusste immer, es ist, dass er mir nicht gut tut, aber ich habe gedacht, ich würde niemals von ihm loskommen und ich kann ohne ihn nicht leben. Das habe ich durch diese Off-Phasen ja erlebt. Wenn er dann eine andere hatte, konnte ich damit nicht leben und deswegen wollte ich mit ihm zusammen sein, damit er keine andere hat. Und nach der Hochzeit kamen dann auch ganz schnell die Kinder. Genau, 4, 5 Monate nach der Hochzeit wurde ich schwanger, das war auch so geplant. Dann kam unser erstes Kind und damit wurde es wesentlich schwerer, da ja ich dann viel mehr zu Hause war, wir nicht mehr beide so getrennte Leben hatten, im Sinne von, dass wir beide Vollzeit gearbeitet haben, sondern ja, dann war eben das Kind da. Und da habe ich mich sehr, sehr, sehr alleine gefühlt und das Eifersuchtsdrama fing sehr, sehr schnell an. Also er hat sich benachteiligt gefühlt, wenn ich mich um unser Kind gekümmert habe. Das war immer wieder Streitthema und es wurde wirklich immer schwieriger mit meinem Kind. Und ich hatte mich auch damals schon alleinerziehend gefühlt, da ich da keine, in meinen Augen sehr wenige Unterstützung auch bekommen hatte. Er hat sich dann noch mehr in Arbeit gestürzt. Ich war zu Hause, ich habe mich isoliert gefühlt. Und ja, das wurde dann immer schwerer und schwerer mit ihm. Ja, spannend an der Geschichte finde ich, dass ihr ja in den ersten Anfangsjahren gedacht habt, dass eure Beziehung so schwer ist, weil Mama und Papa die nicht akzeptieren. Ja. Aber als sie sie akzeptiert hatten, konntest du merken, es ist gar nicht unbedingt leichter geworden. Ja, das stimmt. Genau so. Es war immer dieser Fokus darauf, dass meine Eltern es nicht wollten. Und dadurch war für mich ganz verblendet, dass diese Beziehung schwierig ist. Es war nur der Fokus, meine Eltern wollen es nicht, ich will es doch. Ich wusste immer, es fühlte sich so unsicher an, weil ja, er mich auch sehr oft belogen hat. Ich sein Auto wo gesehen habe und er hat es abgestritten, er wäre nie da gewesen. Oder ich habe E-Mails gelesen, die er auch abgestritten hat. Von Freunden gehört, er würde rauchen und er hat gesagt, er raucht überhaupt nicht. Und also solche Sachen passierten immer wieder, wo ich dann schon wusste, okay, hier ist eine große Unsicherheit und viele Lügen. Aber genau, der Fokus war mehr darauf, ich muss jetzt hier meine Eltern irgendwie überzeugen und die sind das Problem. Und als sie es dann akzeptiert hatten, dann war ich quasi noch mehr alleine damit, weil niemand mehr dagegen gekämpft hat. Und das war eigentlich noch schlimmer. Ja, Genau. spannend, dass du das noch als schlimmer empfunden hast, weil, und ich versuche mich da gerade reinzuversetzen, in dem Moment, wo du dann wusstest, immer wenn du im Off warst früher, als deine Eltern noch gegen dich waren, hattest du in deinen Eltern Verbündete gefunden ein bisschen. Das Ja, ist ganz genau. Genau. und Dann dann war hast zu du Hause jetzt. wieder der Frieden hergestellt. Genau. Und ich hatte mich auch immer erst erleichtert gefühlt, mich zu trennen, weil diese ständige Abwertung dann nicht mehr da war. Ne? Aber
Ich konnte ihn einfach nicht mit einer anderen sehen. Das war für mich unerträglich. Okay. Und rückblickend weißt du aber, dass es da einige andere gab. Genau, also damals, bevor wir verheiratet waren, wusste ich auch dann eigentlich immer von denen, weil er mir sie stolz präsentiert hatte. Und während unserer Ehe, das war dann immer heimlich, das habe ich dann irgendwie auf andere Weise rausbekommen, was er immer abgestritten hat. Aber die, ich sag mal, Beweise waren ziemlich eindeutig und wurden mir jetzt vor kurzem auch noch von seinem besten Freund bestätigt über diese Zeit. Genau, also ich war irgendwo schon die Einzige, so, weil ich war eben seine erste Freundin und er hatte mir halt immer gesagt, er würde mich über jede andere priorisieren und das hat er mir auch mehrmals gezeigt, indem ich ihn immer zurückhaben konnte, wenn ich wollte. Und das habe ich dann aktiv miterlebt, dass er die anderen dann hat fallen lassen für mich. Dadurch habe ich dann irgendwie gedacht, okay, er ist anscheinend ein schwieriger Mensch und hat ein Problem mit Fremdgehen, aber ich bin ja seine Nummer eins, also werde ich das auch immer bleiben. Ja, ist natürlich ein Trugschluss, aber ich war eben auch noch nicht so weit und ich hatte mich. Er war meine Droge und ich war absolut süchtig nach ihm. Ich war süchtig danach, dass er mir dann doch irgendwann mal was Gutes sagt, weil er hat so viel Schlechtes über mich gesagt und er war der Einzige, der dieses Loch dann wieder füllen konnte, das er ja selber gemacht hatte, indem er mir ständig gesagt hat, was für ein schwächer, schwacher, doofer Mensch ich bin. Und ja, diesen Schmerz konnte nur er quasi heilen. Das ist das Traurige, ne? Dass wir natürlich immer von den Menschen, die uns halt herabwerten, auch wieder aufgewertet werden wollen. Und ehrlicherweise, ein Mensch, der sowas macht, ist ja, das sind ja keine feinen Züge, ne? So sollte man ja ehrlicherweise nicht sein. Und von solchen Menschen hecheln wir dann hinterher, dass wir da wieder ein bisschen Liebe und Aufwertung und Anerkennung bekommen. Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Jetzt warst du ja 15 Jahre mit diesem Menschen zusammen und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du brauchst es hier im Einzelnen nicht mehr zu erzählen, was da wirklich in dieser Ehe passiert ist, weil das alles super klassisch schon in zig Podcasts davor zu hören war, von Gaslighting, Silent Treatment, ja, wir wissen Betrügen und so weiter und so fort. Warum glaubst du jetzt vom heutigen Standpunkt aus, hast du so lange, abgesehen natürlich von der Sucht, aber so lange an diesem Mann in dieser Beziehung ausgehalten, nicht gut für dich sorgen können? Inwiefern spielt deine Kindheit und deine Erfahrung damit rein? Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, Katja. Und das kann ich ganz einfach mit meiner Prägung beantworten, warum ich da so lange geblieben bin. Ich habe von meinen Eltern sehr, sehr früh gelernt, das Wichtigste ist, dass man loyal ist und wenn man einmal einen Partner hat, dass man sich committet. Als ich ihn mit 14 kennengelernt hatte und denen auch davon dann erzählt hatte, war die erste oder zweite Frage, willst du ihn heiraten? Also es wurde ganz großer Fokus auch in diesem jungen Alter direkt auf Verbindung und Verbindlichkeit gelegt und ja, die Ehe eben als sehr, sehr heilig angesehen. Und ja, so bin ich groß geworden. Und auch der Glaubenssatz, das Wichtigste für Kinder ist, dass die Eltern sich lieben. Das war ein Satz, den habe ich ungefähr jeden Tag gehört. Also der hat sich sehr, sehr, sehr stark eingebrannt. Und eben dieses Loyalitätsding. Wenn du einmal ein Versprechen gibst, dann bleibst du auch dabei. Das heißt, wenn du einmal einen Partner hast, egal ob du dann 15, 16, 18, 24 bist, diesen ersten Partner, für den dich entschieden hast, den wirst du heiraten, komme, was wolle. Und wenn du unglücklich bist, dann änderst du was an dir oder gibst noch mehr und gehst vielleicht auch zu einer Eheberatung, das ist okay, aber du bleibst da. Also das war für mich ganz, ganz, ganz feste verankert durch den christlichen Glauben, dadurch auch, wie meine Eltern es gelebt haben. War für mich klar, wenn ich mich dazu entscheide, bleibe ich dort. Und dieses Gefühl, was mir mein Ex-Mann gegeben hat, das kannte ich ganz klar von meinem Vater. Mein Vater war für mich sehr unberechenbar, hatte ein großes Machtverhältnis über mich, sehr autoritär, hatte uns alle, ja, vielen Kinder immer gut unter Kontrolle, und wir haben pariert. Also ich muss sagen, das ist auch jetzt noch so, wenn ich in der Gegenwart meines Papas bin, dann bin ich ungefähr 12 Jahre alt. Und das ist bei keinem anderen Menschen in meinem Umfeld so, gar nicht. Aber ich merke, dass da eben einfach ein ganz großes Thema sitzt, ne? Und ja, diese Prägung da ist. Wenn du dich einmal dann dazu entscheidest, bleibst du in der Ehe. Meine Eltern wussten, dass ich sehr unglücklich bin. Ich hatte
ein halbes Jahr ungefähr vor der Trennung mit meinen Eltern gesprochen und gesagt, ihr seht, wie er mit mir umgeht, ihr seht, dass ich am Boden bin, ich möchte mich trennen. Und die haben absolut gesagt, nein, du bleibst da, komme, was wolle. Das war auch bei unserer Trennung so. Wir waren, als ich mich getrennt habe, im Urlaub, wir sind nach Hause gefahren und ich habe meinen Eltern geschrieben, ich habe mich jetzt getrennt, ich brauche eure Unterstützung, ich möchte aus unserem Haus schnellstmöglich ausziehen. Ich war noch zu dem Zeitpunkt in Elternzeit, es war eine große Unsicherheit. Ich möchte daraus, bitte unterstützt mich. Darauf haben sie erstmal nicht wirklich reagiert und standen dann zu Hause vor der Haustür, als wir ankamen und sagten so, ja, ist ja schön und gut, wir sehen, dir geht's nicht gut und ja, dein Ex-Mann sollte, also damals ja noch dann quasi Halbpartner, sollte Therapie machen und so, dann wird das aber alles wieder, ihr habt Kinder, ihr könnt euch nicht trennen, das Wichtigste für Kinder ist, dass die Eltern sich lieben, du wirst dich nicht trennen. Und zu dem Zeitpunkt, ich sah auch nicht mehr aus wie ich, also ich war eine leere Hülle, ich lag wirklich am Boden. Jetzt sagen meine Eltern, das ist jetzt 1,5 Jahre her, die Trennung, jetzt sagen die, es war die beste Entscheidung. Sie sind so glücklich, dass ich da raus bin, weil sie jetzt einen ganz anderen Menschen in mir sehen und weil sie jetzt rückblickend auch sagen, ich sah völlig fertig aus. Aber sie haben so sehr an ihren eigenen Überzeugungen festgehalten, dass sie es mir nicht zusagen konnten, dass es die richtige Entscheidung ist. Das ist jetzt mittlerweile anders. Aber dann versteht man vielleicht so ein bisschen, dass einfach eine sehr starke Prägung und ein sehr starker Glaube auch hintersteht, dass die Ehe heilig ist und dass man sich auch nicht daraus lösen kann. Ja, wie krass. Letztendlich finden wir das natürlich oft so und bei christlicher Prägung. Und ich möchte da gerade auch noch mal ganz klar darstellen: Natürlich ist das Beste, dass Kinder Eltern haben, die sich lieben. Da unterschreibe ich voll, was deine Eltern sagen. Aber es ist nicht das Beste, dass Kinder Eltern haben, die sich nicht lieben. Ja. Und das ist ja so bei dir gewesen. Ne? Da war ja nicht mehr, da war keine Liebe mehr. Und da kann man wirklich getrennt voneinander besser die Kinder versorgen, als wenn man sie in einem, ja, in einer grottigen Familiensystem einfach belässt. Wie würdest du jetzt heute auch als junge erwachsene Frau, auch mit Eheerfahrung und auch als Mama, auf die Ehe deiner Eltern zurückschauen? Denkst du, dass sie für sich auch viel ausgehalten haben und versucht zu lösen haben und oder hat es einfach gepasst bei denen? Meine Eltern, ja, ich sehe, dass sie auch eine andere Generation kommen. Von daher versuche ich das dann auch nicht so sehr so auf mich zu beziehen, wie ich das werte. So von außen gesehen, die haben sich kennengelernt und einen Tag später verlobt und 3 Monate später geheiratet und einen Haufen Kinder bekommen. Und die sind auch noch zusammen. Meiner Meinung nach sind sie nicht wirklich kompatibel, aber das System scheint ja irgendwo zu funktionieren, weil sich eben beide das Versprechen gegeben haben, durch dick und dünn und komme, was wolle. Mein Papa war meiner Mama immer treu, das war klar, und meine Mama, mein Papa. Das war für mich als Kind auch ein gutes Gefühl. Ich hatte immer das Gefühl, okay, die bleiben zusammen und das ist schon eine sichere Sache, das auf jeden Fall. Aber ja, im Endeffekt ist es halt in meinen Augen auch keine Beziehung auf Augenhöhe, ne? Ja, was mich interessieren würde, ob du als Kind oder Jugendliche wahrgenommen hast, da wir formen da ja häufig auch so Glaubenssätze raus, wie eine Ehe ist schwierig und man streitet sich und man muss auch mal aushalten, man muss sich anpassen, unterordnen. Was würdest du sagen, hast du da für Glaubenssätze oder Überzeugungen von deinen Eltern für dich mitgenommen? Genau das, was du sagst. Also man muss sich unterordnen, das steht ja auch in der Bibel. Und das habe ich vorgelebt bekommen, das habe ich gehört in Gemeinden, aber das habe ich von meinen Eltern ganz klar vorgelebt bekommen. Mein Papa hatte immer das Sagen, meine Mama hat pariert. Und das war für mich normal. Und Abwertungen meiner Mutter gegenüber sind oder waren für mich ganz normal. Also bin ich mit diesem Rollenbild auch groß geworden. Ich habe meine Mutter gesehen, meine Mutter war immer sehr, sehr, sehr fleißig, sehr gut organisiert, ein sehr herzlicher, lieber Mensch. Und ja, hat einfach funktioniert und geschluckt und geschluckt und geschluckt. Und das war für mich normal. Also dieses Ungleichgewicht, das habe ich genauso empfunden und war für mich genau so normal. Und da ich in meinem Ex-Partner ganz viele Parallelen zu meinem Vater gesehen habe, habe ich gedacht, ja, okay, dann ist das ja genau hier das Richtige für mich, wie ich das auch kenne. Und ja, genau so war es dann eben auch. Wenn du jetzt ungehorsam warst vor der Bibel oder vor der Kirche oder vor dem christlichen Glauben, wie stehst du jetzt dazu? Kannst du da noch gut quasi so drin weiterleben oder
Fühlt sich das jetzt irgendwie schuldig an, weil du das nicht, das Versprechen nicht einhalten konntest? Wie gehst du damit um? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe meinen Glauben nicht abgelegt. Ich glaube weiterhin an Gott. Aber ich muss diese ganze Prägung und das Ganze, was Menschen auch aus dem Glauben machen, erstmal entzerren. Also da bin ich jetzt so seit 2 Jahren dran, dass ich für mich erstmal herausfinde, okay, warum lief das damals so, wie es lief? Glaube ich das wirklich? Wie möchte ich meinen Kindern das vorleben? Warum wird da teilweise so eben geredet, wie geredet wird und so weiter? Also ich entzerre das so für mich und trenne den Glauben von der Art, wie man es eben lebt. Und so den Glauben leben, wie ich es gelernt habe, das ist für mich keine Option. Nein. Also ich möchte meinen Kindern nicht vorleben, was ich in Bezug auf Beziehungen gelernt habe durch den christlichen Glauben. Auf gar keinen Fall. Sehr gut. Jetzt war es ja so, damals, als du dich getrennt hast, warst du 27 ungefähr, ja. Und da waren deine Eltern ja erstmal noch nicht sofort so amused. Was hat dir da Halt gegeben und wie bist du dann da rausgekommen? Ja, also erstmal war das so, ungefähr 1,5 Jahre vor der eigentlichen Trennung, weiß ich noch, saß ich im Auto und ich habe immer schon gerne Podcasts gehört und es waren Podcasts, die haben immer mal wieder verschiedene Themen und ich habe reingehört und da war dann ein Thema toxische Beziehungen. Ich dachte, ja, hörst du dir einfach mal an. Und dann habe ich das gehört und ich musste wirklich stehen bleiben, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Da wird gerade mein Leben beschrieben. Das bin ich, das ist mein Partner, das ist das, was mir passiert. Und ich war total verunsichert und gleichzeitig hat es mir irgendwo auch Sicherheit gegeben, weil ich gemerkt habe, anscheinend ist das wirklich was es so gibt und ich bilde mir das nicht ein. Und genau, habe dann ganz viel gegoogelt und gelesen zum Thema Narzissmus und es war einfach wirklich eins zu eins genau, was ich erlebt habe. Da war gar keine Frage dran. Dann habe ich diese Podcasts und das, was ich gelesen habe, an meinen Partner geschickt und gesagt, wir müssen mal darüber reden. Ich sehe dich total da drin. War ein Fehler, würde ich nicht empfehlen. Was dazu geführt hat, dass er eine riesen Lovebombing-Aktion gestartet hat und ich dann wieder so eingelullt wurde und dachte, so, schau mal, er kann ja doch, er sieht es ein. Also er hat es natürlich nicht zugegeben, dass er das ist, aber er meint dann schon, okay, anscheinend bist du unglücklich. Da muss ich was dran machen und ging dann erstmal total in Aktion. Ich also daraufhin wieder diese ganzen Podcasts, auch deinen, entabonniert und da, damit habe ich nichts zu tun. Anscheinend ist meiner doch nicht so ein Exemplar und hat sich geändert und kann sich ändern. Ja, und natürlich hielt es nicht lange an. Also das wahre Gesicht, das zeigt sich ja dann doch ziemlich schnell wieder. Und dann ging das so weiter und dann habe ich mich wieder damit beschäftigt und wieder den Podcast gehört und ich hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, du schaffst das niemals. Niemals kommst du da raus, weil ich habe mich so abhängig gefühlt. Irgendwo habe ich ihn nicht geliebt, weil ich mochte ihn als Mensch nicht. Also ich gar nicht, mochte ihn als Mensch nicht, aber ich habe mich emotional stark abhängig gefühlt. Und irgendwo hat es sich angefühlt wie Liebe, zumindest das, was ich als Liebe kannte. Und dann habe ich resigniert, gesagt, ich kann da, glaube ich kann da nicht raus. Das ist so groß. Und wir haben 2 Kinder und wir sind schon 1.000 Jahre zusammen und wir sind verheiratet und ja, das muss so bleiben und so. Und bin da erstmal dann wirklich wieder resigniert, bis ich ein paar Monate später mein ja, Ex-Partner zu mir gesagt hat, mach bitte eine Therapie. Die Therapeutin wird dir versichern, die wird dir bestätigen, du bist psychisch krank. Weil er hat gesehen hat, dass ich nicht mehr funktioniert habe. Das heißt, ich habe öfters mittags gesagt, ich kann nicht mehr, nimm bitte die Kinder, ich muss schlafen. Wäre sehr, sehr, sehr müde, was ich von mir gar nicht kenne. Ich bin ein sehr leistungsfähiger Mensch, aber ich konnte nicht mehr leisten. Ich war sehr müde. Ich ja, hatte keine Kraft. Ich habe kaum noch gesprochen und so. Und dann hat er halt gesagt, bitte geh zur Therapie. Die Frau wird dir bestätigen, du bist psychisch krank und das Problem in unserer Ehe. So. Dann habe ich diese Therapie angefangen. Das war eine Gruppentherapie mit Frauen. Und habe dann meine Familiengeschichte aufgearbeitet, meine Beziehung auch und so, das alles mal so geklärt. Habe gar nicht auch das Stichwort Narzissmus in den Raum geworfen, sondern einfach nur, wie ich mich damit fühle und wie es mir damit geht und so weiter. Und dann ja, habe ich ganz schnell herausgefunden, dass da massiv viel schief läuft und ich stark abgewertet werde und habe dann meinen Selbstwert aufgebaut mit dieser Gruppe. Wir haben uns ja gegenseitig teilhaben lassen an unserem Leben, haben uns gegenseitig gestärkt. Ich habe ganz viel, ja, Arbeit gemacht, innere Kindarbeit gemacht, viel aufgearbeitet und wurde dadurch immer stärker. Und das hatte dann meinen
Ex-Partner gemerkt und hat dann versucht, mit mir Verhandlungen zu führen, dass ich diese Therapie aufhöre. Hatte mir dann gesagt, nee, du gehst nicht mehr zur Therapie und dafür machen wir jetzt einen Urlaub zusammen, hatte solche Vorschläge gemacht. Aber ich war schon so, ich war total begeistert davon. Ich hatte entweder endlich das Gefühl, ich mache Schritte, ich höre endlich die Wahrheit, weil gefühlt hatte ich nie diese Wahrheit gehört bekommen. Von ihm sowieso nicht, aber auch von meinen Eltern, die so einen großen Einfluss auf mich hatten, habe ich ja auch nur gehört, bleib da und wenn du ein Problem hast, dann ändere was an dir oder ja, schau im Außen und so weiter und bleib da, bleib da, bleib da und es ist schon okay so. Und endlich hat mir jemand die Wahrheit gesagt, nämlich es ist nicht in Ordnung, wenn du abgewertet wirst. Es ist nicht in Ordnung, wenn du betrogen und gelogen wirst. Es ist nicht in Ordnung, wenn du immer nur funktionieren musst. Das habe ich dann gehört und auch angenommen und wurde dadurch einfach immer, immer stärker. Und das hat ihm natürlich nicht gepasst. Und ja, bis ich dann eben zu dem Entscheidung gekommen bin, so bis hierhin und jetzt nicht mehr weiter. Und habe dann meinen dieser Frauengruppe Bescheid gesagt, ich möchte mich jetzt trennen, ich brauche eure emotionale Unterstützung. Bitte helft mir mich da, ja, bitte tragt mich mit da durch. Ich habe meine engsten Freundinnen aktiviert. Die ja absolut hinter mir standen und habe es dann ja aus eigener Kraft, aber eben auch mit dieser Gruppe und mit meinen Freundinnen dann geschafft zu sagen, ab hier läuft mein Weg anders und ich möchte nicht mehr so weitermachen. Genau. Und ab da an war für mich die Tür auch wirklich zu. Was für eine schöne Erfahrung, ne? Mit der Frauengruppe, mit der Therapeutin. Damit hast du natürlich deine Erfahrungen aufarbeiten können, ne? Einmal die, die du in der Ehe gemacht hast, dann die, die du mit deinem Vater oder in deiner Kindheit, mit der Familie, mit dem Glauben, all diese Wunden vom inneren Kind konntest du in Ruhe aufarbeiten. Du warst gestärkt in der Gemeinschaft. Und ja, als du in deiner inneren Stärke angekommen bist, da hast du dann auch die Kraft gehabt zu gehen, ohne dann komplett auch am Boden zu sein, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass trotz dieses eingangs erklärte Suchtgefühl du das dann nicht mehr hattest, als du wirklich weg warst, weil du schon viel zu lange dich mit der Trennung quasi auseinandergesetzt hattest und schon vorher innerlich getrennt und auch aus emotionaler Abhängigkeit gelöst, als es dann tatsächlich zum Auszug kam. Oder? Ganz genau, wie du es sagst. Genau so ist es. Ich hatte mich bei der Trennung wahnsinnig erleichtert gefühlt. Ich habe die erste Nacht direkt durchgeschlafen. Ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, ich fühle mich frei. Niemand, der neben mir steht und mich hasst. Niemand, der mich runterdrückt. Und das ist jetzt 1,5 Jahre her und das ist wirklich jeden Morgen, dass ich aufstehe und denke, wow, niemand hat mich in der Nacht angeschrien. Niemand bewertet mich die ganze Zeit und ist so. Ja, bedrängt mich. Es ist so ein Freiheitsgefühl, das war direkt da. Allerdings, wie man sich denken kann, kurze Zeit nachdem ich mich getrennt hatte, hatte er eine neue Freundin. Das war dann wieder mein altes Muster. Das hatte mich schon gekränkt, ne? Weil er hatte mich dann auch angerufen und hat gesagt, ja, wegen der Kinder wollte ich dann auch Bescheid sagen, ich habe jetzt eine neue Freundin. Und wo ich halt dachte, so, wow, also es war ja gerade mal ein paar Wochen her, aber gut. Ja, und ich bin mit ihr so glücklich, wie ich mit dir nie war. Und sie versteht mich und du warst so eine schlechte Ehefrau und so. Und das war dann schon so wieder, wo ich dachte, okay, über diese Schiene bin ich anscheinend noch ja, verletzlich. Und das war für mich auch schwer. Absolut nicht, dass ich darüber nachgedacht hatte, es rückgängig zu machen, sondern halt eher nochmal die Bestätigung, dass er ja anscheinend absolut nicht alleine sein kann und keine gesunde Beziehung führen kann, weil so eine Ehe verarbeitet man nicht mal eben innerhalb von ein paar Wochen und kann eine neue Beziehung eingehen, meiner Meinung nach. Es war eine Bestätigung, aber es hat mich dann auch wieder auf dieser Ebene schon gekränkt. Das kann ich nicht anders sagen. Ja, das darf es ja auch sein nach so kurzer Zeit und 15 Jahre Beziehung. Genau. Also ja, ich finde es immer wichtig, dass man auch spiegelt, wenn Gefühle zu einer Situation passen. Das ist absolut richtig. Egal, auch wenn man schon abgeschlossen hatte und getrennt war, passt es nicht dazu, dass nach 15 Jahren Ehe und Beziehung sich der Typ in ein paar Wochen eine neue sucht, ja. Gut, aber das macht ja auch immer noch die Entscheidung leichter. Ich habe nämlich nachher immer über solche Bestätigungen gefreut, alles richtig gemacht zu haben und die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und es auf den Kindern gegenüber, weiß ich selbst als Mama, denkt man sich dann auch noch mal, siehst du, so kann es halt gehen. Und dann war doch alles richtig, wie ich es entschieden habe. Und das finde ich gerade bei so schweren Entscheidungen mit großen Folgen eben auch für die Kinder. Es ist schön, wenn man nach und nach immer noch mal irgendwelche Bestätigungen bekommt, dass das alles schon so gerechtfertigt war, dass du den Schritt gegangen bist. Ja.
Jetzt möchte ich noch einen Gedanken aufgreifen, den du eben gesagt hast, weil ich finde es so wichtig. Und ich möchte so gerne, dass jede, die da draußen gerade noch in einer toxischen Beziehung steckt, spürt, wie gut es dir jetzt geht, nachdem du gegangen bist. Weil ganz oft denken wir in den Beziehungen, ich schaffe das nicht, danach bin ich noch unglücklicher, alleine, einsamer, kriege das alles nicht hin. Und wie schön es tatsächlich ist und wie viel Potenzial das Leben uns dann plötzlich auch entfaltet. Das ist ja auch eine Erfahrung, die du machen durftest. Magst du davon Ja, berichten? sehr, sehr gerne. Ja, wo du das sagst, kriege ich Gänsehaut tatsächlich, weil es genauso ist. Ich bin so glücklich jetzt und bin bei mir angekommen und klopfe mir auch wirklich, ehrlich gesagt, jeden Tag auf die Schulter, dass ich es daraus geschafft habe, weil ich es ja jahrelang wusste, es schädigt mir, aber ich habe es nicht geschafft. Und dann den Entschluss zu fassen, genau, es dann doch zu machen, war der erste Schritt und der maßgebliche für ein glückliches Leben. Und ich habe das erste Mal gelernt, auch alleine zu sein, weil ich ja dann ab 14 quasi ja immer in einer Beziehung war. Ich habe mir bewusst Tage für mich genommen, habe mir auch Tage mit Freunden und Aktivitäten und so geplant, habe mir eine Liste gemacht, was wollte ich eigentlich alles schon die letzten Jahre erleben, aber konnte ich nicht, weil mein Ex-Partner es nicht wollte. Zum Beispiel wandern gehen, Skifahren, ja, viele. Viele Unternehmungen so, die für mich wichtig waren, habe ich direkt in Angriff genommen, habe mit meiner Schwester einen Urlaub gemacht, habe mich wirklich wieder gestärkt und aufgetankt. Das hat mir so gut, habe mir durch die Unterstützung auch, die ich erfahren habe, durch meine Freunde, wurde mir auch nochmal bewusst, wer ist wirklich für mich da. Meine Freundschaften sind jetzt viel intensiver, weil ich ja, mir auch viel mehr Zeit dafür nehme, aber weil ich eben auch erlebt habe, dass die mich da so durchgetragen haben. Ich habe so viel Unterstützung bekommen und ja, das macht mich total glücklich und zufrieden und weiß jetzt wirklich, wer ich bin. Ich weiß jetzt meine Stärken, was meine Schwächen sind. Niemand kann mich einfach wieder so umschubsen. Ich weiß so 100%, dass mir so eine Erfahrung niemals wieder passieren wird. Dass ich es merken würde und dass ich meine Standards habe und die werde ich auch niemals wieder senken. Also das habe ich in den letzten 1,5 Jahren, wo ich dann auch mal wieder gedatet hatte, halt auch immer wieder mal so gemerkt. Ich merke, dass Narzissten auf mich anspringen. Also das ist ganz interessant. Das ist bei mir auch so in meiner Arbeitswelt so. Also die mögen mich. Und ich merke das aber auch sofort. Also mittlerweile merke ich das sofort und lasse da ganz schnell die Finger vorne. Denke, das mache ich nicht nochmal wieder. Aber ich habe natürlich gelernt, wie ich Narzissten ihre Zufuhr gebe. Also das kann ich theoretisch schon. Ne? Das habe ich natürlich dadurch auch so gelernt. Und das merke ich dann schon. Aber ja, für mich war klar, ich möchte, entweder bleibe ich alleine und ich kann mit mir alleine auch viel anfangen. Meine Kinder sind viel, viel zufriedener geworden. Es ist so Ruhe bei uns eingekehrt. Es ist wirklich ein Frieden da, der vorher einfach nicht da war. Oder ich finde jemanden, der ja, mit dem sich das Leben noch besser anfühlt, nämlich respektiert und wertschätzt und mit dem ich mir was aufbauen kann auf Augenhöhe, dem ich vertrauen kann und ja, wo Vertrauen und ja, dieses ganze Fundament für eine glückliche Beziehung halt steht, dass ich mich mit ihm ja ein Leben aufbauen würde oder ich bleibe halt alleine, genau. Also kann man sagen, du stehst jetzt zum ersten Mal, darf ich das behaupten, in deinem Leben wirklich zu dir, hast deine Identität gefunden, entwickelt, weißt, was du willst, setzt deine Grenzen, sorgst für dich, gehst in Verantwortung für dich und merkst halt, wie sehr du dann eben auch dein Leben und genießen kannst. Sicherlich gibt es Höhen und Tiefen auch da und Ja. Probleme wird es auch immer noch, gerade mit getrennten Vätern auch oftmals geben. Kinder kennen wir alles. Nur du spürst, dass du da gut rauskommst und das matchen kannst. Genau, absolut. Ja, das würde ich ganz genau sagen, wie du es ausgedrückt hast. Kann ich nur bestätigen. Und das ist, Also, ja. Entschuldigung, das ist ja auch wirklich so das Ziel, ne? Wo wir wirklich hinkommen möchten alle, denn natürlich gibt es Narzissten. Und natürlich können wir diese nicht ändern. Das finde ich so wichtig, auch nochmal rauszubringen. Du kannst die Narzissten nicht ändern. Du Nee. kannst dich dafür ein Leben entscheiden, bei ihm zu bleiben und es auszuhalten, oder du änderst dein Leben. Ja. Und du hast ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob du es noch teilen möchtest,
wo dein Herz gerade steht? Ja, Magst du darüber reden noch oder nicht? ja. Ja, genau. Also ich, ja, ich habe jetzt aus quasi aus Zufall, also ich habe gar nicht danach gesucht, jemanden kennengelernt, den ich schon lange quasi kannte, aber wir unsere Leben sich ja parallel abgespielt hatten und wir sind jetzt quasi wie ein Zufall aufeinander gestoßen und jetzt erlebe ich zum ersten Mal eben genau das, von dem ich eben gesprochen habe, ein gesundes, gutes, wertschätzendes Fundament und Respekt und ganz viel ja, Sicherheit und echte Nähe auch. Also diese Nähe mit einem Narzissten, die gibt es ja nicht. Also ich kannte ihn ja quasi 15 Jahre, aber ich kannte ihn absolut nicht. Ich habe auch ganz oft an ihn geschüttelt und so gesagt, sag mir doch mal, was geht eigentlich in dir vor? Teil doch mal was, mach dich mal verletzlich. Und es war wirklich immer bis zum Schluss eine ganz große Mauer. Und jetzt erlebe ich so eine wirklich echte Verbundenheit und ich fühle mich frei und es fühlt sich leicht an. Und jetzt weiß ich auch, in erster Linie brauchte ich diese Trennung für mich. Und das hat mir ganz viel, es hat viel, 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 viel Kraft gekostet, aber jetzt auch ganz viel Kraft gegeben und ganz viel Selbstwert gegeben. Das brauchte ich für mich. Aber ich habe damit auch den Weg frei gemacht, eine gesunde Partnerschaft zu finden und eine gesunde Partnerschaft zu führen. Also wirklich. Trotzdem merke ich jetzt, dass, weil es ja meine erste Beziehung außerhalb meiner narzisstischen Beziehung war, merke ich schon, dass manche Systeme noch anspringen. Also dieses Vertrauensthema, da brauche ich viel Rückversicherung. Und frage dann auch immer wieder nach, so, kannst mir bitte dann, er gibt mir ganz viel Sicherheit, aber ich bin ja noch sehr überempfindlich, einfach durch meine schlechte Erfahrung, frage dann immer noch mal nach und so weiter. Also ich merke es schon noch, dass da ja tiefe Traumata entstanden sind, aber ja, ich merke auch, dass es eben gesund und gut und sicher ist und dass es sich leicht und richtig anfühlt, ne? Genau. Das gehört auch einfach auch zur Situation danach, ne? Da darf man auch, ja, wie soll ich sagen, sich selbst Mitgefühl schenken und geduldig und gelassen sich selbst gegenüber sein, dass Vertrauen gelernt werden will. Und wenn man nie vertrauen konnte in seinem Leben und es jetzt kann, ist man vielleicht auch manchmal unfair dem Partner gegenüber, aber es braucht eben seine Zeit. Und ich denke, maximale Transparenz, eine gute Kommunikation und eine mögliche Absicherung, wenn das der Partner zulässt, ist die halbe Miete, dann wirklich die Beziehung schaffen zu können. Anna, ich finde, deine Geschichte ist genauso, wie ich es mir für alle Frauen und Männer in toxischen Beziehungen wünschen würde. Und meine Arbeit und ich, wir tragen ja genau in diesen Schritten eigentlich dazu bei, auf diesen Weg zu kommen der absoluten Liebe, Selbstliebe wie Liebe, tollen Beziehungen, den du uns heute so schön beschrieben hast. Ich bin sehr, sehr dankbar für deine Geschichte, weil ich finde wirklich, dass du ein Vorbild bist und mit dieser Geschichte auch deutlich zeigst, dass es sich lohnt zu gehen und dass danach nicht unbedingt was Schlechteres kommt, sondern, wie ich auch erfahren durfte, was viel, viel Schöneres und Besseres. Und ja, abschließend darfst du ja als meine Gästin mit deinen Erfahrungen dein Schlussstatement beziehungsweise deine Botschaft oder deine Worte, die du gerne da rausschicken möchtest, die du denkst, die ein jeder wissen sollte, ja, hier mal mit uns teilen. Ja, sehr gerne. Also, wenn du noch in einer Beziehung bist, wo du weißt, da gehörst du eigentlich nicht hin und es ist toxisch und du denkst, da komme ich niemals raus, genauso wie ich es gedacht habe und ich kann das super nachvollziehen, dann würde ich dich ermutigen, hol dir auf jeden Fall Hilfe. Fang eine Therapie an, such dir einen Coach, wie auch immer, such dir jemanden, der dich mit da durchträgt, weil alleine ist es, also ich hätte es nicht geschafft, alleine da rauszukommen. Diese Frauengruppe hat mir, wie gesagt, total geholfen. Sucht ihr andere Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Stärkt euch gegenseitig. Das wäre meine große Empfehlung. Und arbeite an deinem Selbstwert. Beschäftige dich mit innerer Kindarbeit. Beschäftige dich mit deiner Vergangenheit. Finde für dich heraus, warum bin ich in dieser Beziehung gelandet? Warum bin ich dort geblieben? Und schreib dir auf, was du für die Zukunft für dich möchtest. Wie du leben möchtest, mit wem du leben möchtest, wie du behandelt werden möchtest und halte dich daran fest. Das würde ich mitgeben. Super schön.
Ich danke dir. Ich danke dir für diese eindringlichen Worte und Tipps, nenne ich es mal. Und wünsche dir in deinem neuen Leben, in deinem neuen Ich, in deiner neuen kleinen Familie und in deiner neuen Beziehung alles Glück der Welt, ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Schönheit, ganz viel Vertrauen und Sicherheit und lass es dir ganz gut gehen und danke, dass du heute hier warst. Ich danke dir, Katja.